Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 40, verbunden mit Tagesordnungspunkt 61, Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Interessen des deutschen Finanzplatzes Frankfurt bei der Börsenfusion stärken, Wettbewerbsfähigkeit stärken und Hauptsitz in Frankfurt halten, zusammen mit dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Frankfurt weiterentwickeln, Drucksachen 19-3174 und 19-3212. Gemeldet hat sich zunächst für die Landesregierung Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Rentsch, ich habe letzten Samstag in der FAZ ein Interview mit Ihnen gelesen, wo Sie verlangen, dass die Regierung sich dringend zur Sache äußert. Genau das tue ich jetzt. Ich glaube, das kann der Debatte auch nur guttun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich sagen, dass uns als Landesregierung der Finanzplatz sehr wichtig ist, unter anderem auch deshalb, weil es dort um die Arbeitsplätze von sehr vielen Beschäftigten geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, die für die Wirtschaftskraft des Rhein-Main-Gebietes und den Wohlstand sehr, sehr wichtig sind. Herr Kollege Rentsch, ich habe dort an manchen Punkten auch auf gute Vorarbeit von Ihnen zurückgreifen können. Ich erinnere einmal an die Frage, ob es uns gelingt, den Offshore-Renminbi-Hub nach Frankfurt zu bekommen. Da konnte ich anknüpfen. Das haben wir gemacht. Wir haben aber auch neue Akzente gesetzt, Stichwort der Regulierung. Es ist uns gelungen, die operative Einheit der GLIFE hier anzusiedeln, also das Global Legal Entity Identifier Fund. Wir haben beispielsweise auch neue Löwe-Projekte fortführen können, Stichwort SAFE am House of Finance, um uns Gedanken zu machen über die Zukunft des Finanzplatzes und auch auf neue Punkte geantwortet, Stichwort Fintech-Initiative. Das heißt, wir arbeiten daran, dass der Finanzplatz seine Rolle behält und auch noch nach Möglichkeit stärker wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber, und das ist ja der Anlass für die heutige Debatte, der Finanzplatz Frankfurt steht wieder einmal vor wichtigen Weichenstellungen. Der bekannt gewordene Plan, und deswegen debattieren wir hier heute, eines beabsichtigten Zusammenschlusses der Deutschen Börse AG und der London Stock Exchange ist eine wichtige Frage, die momentan auf der Tagesordnung steht und wo wir natürlich sachgerechte Antworten finden müssen. Und deswegen eine Feststellung zuallererst. Ich stelle fest, dass die Verhandlungen zwischen der Deutschen Börse und der Londoner Börse für einen Zusammenschluss, soweit wir wissen, noch nicht abgeschlossen sind. Einige zentrale Eckpunkte sind zwar schon bekannt, für eine Bewertung fehlen aber noch viele wesentliche Einzelheiten. Öffentlich mitgeteilt wurde bisher insbesondere, dass beabsichtigt ist, eine gemeinsame Holdinggesellschaft zu gründen und dass diese wohl ihren Sitz in London haben soll. Diese Holding soll den Aktionären der London Stock Exchange und der Deutschen Börse AG ein Übernahmeangebot für die Aktien der beiden Unternehmen im Tausch gegen eigene Aktien der Holding unterbreiten. Und wenn das Übernahmeangebot durch die Aktionäre beider Unternehmen angenommen würde, dann würden die LSI und die Deutsche Börse zu Tochterunternehmen der Londoner Holdinggesellschaft. Und genau diesen Schritt hat das Hessische Wirtschaftsministerium als die zuständige Börsenaufsichtsbehörde über die Börsenträger in Frankfurt zu prüfen und gegebenenfalls zu untersagen. Nach § 6 des Börsengesetzes kann es untersagt werden, dass ein Dritter 10% der Stimmrechte des Börsenträgers oder mehr zu erwerben beabsichtigt, wenn, und ich zitiere aus dem Gesetz, Tatsachen, die Annahme rechtfertigen, dass erstens der Erwerber nicht zuverlässig ist oder zweitens, das ist hier der Fall, wir müssen prüfen, ob die Durchführung und angemessene Fortentwicklung des Börsenbetriebs beeinträchtigt wird. Das ist unsere Aufgabe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es handelt sich also um eine Prognoseentscheidung. Das bedeutet, wir werden die zu erwartenden Auswirkungen des Zusammenschlusses
auf die Entwicklungen der Börsen in Frankfurt zu prüfen haben. Und Konkretes zu prüfen, ob die Börsenträgergesellschaft, die Deutsche Börse AG, auch wenn sie unter der Leitung einer neuen Holdinggesellschaft in London steht, ihren Aufgaben und Pflichten nach dem Börsengesetz noch nachkommen kann, sodass sich die Frankfurter Wertpapierbörse entwickeln kann. Und ich will ausdrücklich hinzufügen, auch die Eurex Frankfurt AG muss ihre Pflichten zum Betrieb und Entwicklung der wichtigsten Derivatebörse Europas, der Eurex Frankfurt, nachkommen können. Dabei ist auch zu prüfen, was es heißt, dass die neue Holding eine Vielzahl von Handelsplattformen und Nachhandelseinrichtungen betreibt und diesen Ressourcen und damit Entwicklungschancen zuteilt. Zu untersuchen ist dabei auch, welche Bedeutung es haben kann, dass nach den bisher bekannt gewordenen Plänen die neue Holding ihren Sitz in London haben soll, wo wohl auch einige andere Einrichtungen des Gesamtkonzerns betrieben werden. Und natürlich wird zu untersuchen sein, ob Aufsichtsrechte durch diese Holdingkonstruktion eingeschränkt werden. Und die Maxime ist der Wortlaut des Gesetzes. Wir haben zu prüfen, ob die Durchführung und eine angemessene Fortentwicklung des Börsenbetriebs möglich ist. Ich will hinzufügen, dass jede Entscheidung der Börsenaufsicht, wenn wir eine Entscheidung treffen sollten, ein Verwaltungsakt ist. Und gegen einen solchen Verwaltungsakt sind natürlich dann auch Rechtsmittel zulässig. Und im Zweifel stellen sich dann auch Haftungsfragen. Wir haben in der Frage Verwaltungsakte und eventuelle Haftungsfragen in einer anderen Angelegenheit ja durchaus muntere Debatten im Hessischen Landtag. Und deswegen, Herr Kollege Rentsch, und ich bin sicher, wenn Sie noch in Verantwortung wären, würden Sie nicht anders handeln, werden Sie von der Hessischen Börsenaufsicht keine Vorfestlegungen zu hören bekommen, sondern wir prüfen nach Recht und Gesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden uns externen juristischen Sachverstand natürlich beiziehen. Wir werden uns aber auch für die Prognoseentscheidung wissenschaftlichen Sachverstand beiziehen, damit wir eine sachgerechte Entscheidung treffen können. Und dann werden wir nach bestem Wissen und Gewissen genau diese sachgerechte Entscheidung treffen. Und ich bin sicher, dass das dann die Unterstützung des ganzen Hauses finden wird. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Al-Wazir. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Rentsch für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Staatsminister Al-Wazir, ich bin zunächst erfreut darüber, dass Sie sich zu diesem Thema äußern. Ich hätte mir gewünscht, dass gerade bei der Bedeutung der deutschen Börse und des Finanzplatzes Frankfurt wir z.B. mal eine Regierungserklärung zu dem Thema bekommen hätten, weil es eben nicht nur eine rechtliche Frage ist im Rahmen der Börsenaufsicht, sondern auch eine politische Frage, wie wir diesen Finanzplatz weiterentwickeln wollen. Insofern wäre das sinnvoll gewesen. Aber ich glaube, es wäre auch sinnvoll gewesen, wenn Sie, so wie das üblich ist, uns die Möglichkeit gegeben hätten, unsere Sichtweise vorzutragen und Sie die dann z.B. in Ihre Wertung mit eingebaut hätten und nicht von Anfang an bei einem Setzpunkt der FDP sich das Wort geschnappt hätten, um das einmal umgangssprachlich zu sagen. Aber es steht Ihnen natürlich zu. Herr Al-Wazir, ich will schon darauf hinweisen, dass als wir uns für den Finanzplatz eingesetzt haben, auch in der alten Regierungszeit, gemeinsam mit den Kollegen der Union, und ich glaube, das ging sehr parteiübergreifend in dieser Frage, sehr intensiv, dass wir schon viel dafür gesorgt haben, dass die knapp 70.000 Arbeitsplätze, dass der größte kontinentaleuropäische Finanzplatz, dass die Frage der Ansiedlung von europäischen Institutionen wie der EZB, CIOPS, EIOPA, Sie haben SAFE genannt als ein zentrales Instrument am Finanzplatz Frankfurt. Ich glaube, da gibt es viel Übereinstimmung, dass wir uns sehr darum gekümmert haben, dass das so läuft, weil Politik in dieser Frage natürlich Rahmenbedingungen setzen kann, wie sich etwas entwickelt. Und für die Finanzbranche der Rahmen dessen, was wir im Bereich der Wissenschaft anbieten können, aber genauso im Bereich dessen, was wir an europäischen Institutionen dort haben, ein ganz zentraler Punkt ist. Und ja, Sie haben das angesprochen, als ich die Verhandlungen für das Land gemeinsam mit den Kollegen auch auf Bundesebene für die Ansiedlung des Renminbi Offshore Hubs, das ist für viele
Zuschauer vielleicht jetzt nicht sofort ein Begriff, aber dass hier die chinesische Währung Renminbi gehandelt werden kann, die für viele deutsche und europäische Unternehmen ein wichtiger Punkt ist im Rahmen der Devisenfragen. Als wir das hierher geholt haben, war das ein weiterer Stärkungspunkt für den Finanzplatz. Aber an einem solchen Tag darf nicht untergehen, dass die Frankfurter Wertpapierbörse und alles, was zu dieser Institution gehört, einer der zentralen Bausteine in der Architektur dieses Finanzplatzes ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist einer der zentralen Bausteine. Und deshalb muss man in einer solchen Debatte einmal die Variante A wählen. Wir haben die Frankfurter Börse hier mit dem Hauptsitz, oder wir haben sie nicht hier. Wie wäre dann eine Entwicklung? Und deshalb, nein, es ist nicht falsch, sondern im Gegenteil, es ist richtig, dass die deutsche Börse nach Partnern sucht, wie sie das in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und deshalb haben wir, ich persönlich, Kollege Posch, Kollege Riehl, auch die Verhandlung der Börse mit anderen Börsen auf der Welt, ob das in Moskau war, ob das sozusagen in London war, die Gespräche gab es ja schon, unterstützt. Aber es darf nicht über die Frage hinwegtäuschen, wie sieht dieser Deal zum Schluss aus und was hat das für Auswirkungen auf Frankfurt? Auf der einen Seite auf der rechtlichen Ebene nach dem Börsengesetz, auf der anderen Seite natürlich genauso bei der politischen Frage, was heißt das für den Finanzplatz, meine Damen und Herren? Diese Frage darf man stellen. Ich will heute nicht darüber reden, ob das alles klug war, wie die Börse das gemacht hat, ob das vor der Kommunalwahl eine sinnvolle Geschichte war, ob das sozusagen sehr klug war, dass der Kollege Al-Wazir an dem Tag ein Gründerzentrum mit Herrn Kengeter eingeweiht hat, während parallel dazu die Pläne der Börse über den Ticker gingen, ob das besonders klug war, auch im Sinne, wie man mit der Landesregierung umgeht. Ich will auch nicht darüber spekulieren, ob die Börse mittlerweile verstanden hat, dass die Genehmigungsbehörde nicht in New York sitzt oder in London, sondern im kleinen Wiesbaden, weil sie die Frage der Börsenaufsicht hat und deshalb zum Schluss den öffentlich-rechtlichen Kern dieser Institution abschließend zu beurteilen hat, meine Damen und Herren. Ob das mittlerweile klar ist, weiß ich nicht. Ich will heute über die Frage reden, wie wir das Ganze politisch bewerten und was wir auch von den Verhandlern erwarten und auch vom politischen Einfluss und auch den Möglichkeiten des Ministerpräsidenten hier mit guten Beispielen in dieser Frage voranzugehen, meine Damen und Herren. Das ist die Frage, über die wir heute diskutieren. Dann will ich mal eine Anmerkung machen. Ich war selbst Fraktionsmitglied, dann Fraktionsvorsitzender, als uns in früheren Zeiten der Kollege Riehl und dann auch der Kollege Posch über die Gespräche informiert haben, die geführt werden. Sie wissen, London, London, New York, das waren die drei. Alle sind nicht zustande gekommen. Ich hätte es mir gewünscht, und es wäre ganz klug gewesen, auch die Fraktion im Hessischen Landtag, wie das mal gute Übung war, auch zu informieren über den Sachstand. Zweitens. Wer sich zurzeit die Entwicklung anschaut und einfach einmal die nackten Zahlen der Börse, wird feststellen, dass natürlich die Frage, wo liegt zum Schluss der Hauptsitz, die zentrale Frage ist, weil für die Unternehmung Deutsche Börse, da bin ich dabei, gibt es wahrscheinlich Einigkeit zwischen den Kollegen, für die Unternehmung Deutsche Börse und für ihre Aktionäre wird es nicht erheblich sein. Die Frage eines Zusammenschlusses mit der LSI kann sehr, sehr lukrativ für das Unternehmen sein. Aber für unseren Finanzplatz und für die Frage des öffentlichen rechtlichen Kerns der Börse kann es eine entscheidende Frage sein, meine Damen und Herren. Und diese Frage müssen wir als Landtag politisch begleiten und auch eine klare Position abgeben, wie wir uns in dieser Frage aufstellen. Und deshalb bitte ich darum, dass Tatbestände und nackte Zahlen nicht untergehen. Wenn man sieht, wie die Kapitalisierung der London Stock Exchange und der Frankfurter Börse ist, stellt man fest, die Frankfurter Börse ist nicht der kleinere Partner in dieser Debatte, meine Damen und Herren. Sie ist mit 14,4 Milliarden € im Vergleich zu den 12,8 Milliarden € der stärkere Partner. Und deshalb habe ich auch in dem Interview gesagt, ich möchte nicht, dass der ganze Schwanz mit dem Hund wedelt, sondern dass es umgekehrt ist, dass der stärkere Partner auch einen Fokus in dieser Debatte hat. Und deshalb zum Schluss, und das wissen wir, nicht erst seit Höchst und Herrn Dohrmann, ist die Frage des Hauptsitzes für ein Unternehmen und für seine Entwicklungschancen für den Standort nicht eine, sondern wahrscheinlich sogar die zentrale Frage, wenn es um unseren Finanzplatz geht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb stelle ich das auch in den Mittelpunkt dieser Debatte. Noch einmal, es geht nicht darum, dass die deutsche Börse keine Partner finden soll. Im Gegenteil, da haben wir alle ein Interesse dran. Aber im Unterschied zu K+S, wo die Kollegen der CDU und auch der SPD hier große Anträge gestellt haben, es ist ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen, ist die Börse kein rein privatwirtschaftliches Unternehmen, weil sie einen öffentlich-rechtlichen Kern hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das macht sie so besonders. Und deshalb will ich auch noch einmal auf das Thema eingehen, was Kollege Kasper, der in den früheren Jahren das Börsenthema für die CDU Frankfurt als Landtagsabgeordneter, ich finde, sehr klar und kompetent vertreten hat,
in sehr vielen Reden, die ich dabei habe, gesagt hat, warum es so wichtig ist, dass die deutsche Börse damals in den Fusionsgesprächen mit der New York Stock Exchange nicht sozusagen einfach den Standort Frankfurt verlässt, was das für Auswirkungen hätte. Und Herr Caspar, ich kann Ihnen versichern, Ihre Argumente von damals sind auch unsere Argumente von heute. Sie sind sozusagen mit Ihren Argumenten bei uns gut aufgehoben, weil natürlich die Frage, wo die Hauptversammlung stattfindet, wo die Geschäftsentwicklung stattfindet, nicht davon ablenken kann, sozusagen, ob ein Deutscher oder ein Deutsch-Engländer CEO eines neuen Unternehmens ist, sondern Personen kommen und gehen. Das wissen wir seit Höchst und seit Aventis. Sitze bleiben, und deshalb ist das für uns eine zentrale Frage. Ein nächster Punkt. Natürlich werden wir auch über die Frage reden, was würde das bedeuten, wenn der Hauptsitz aus Frankfurt weggeht, für die Arbeitsplätze. Und die Schilderungen, die wir lesen können, ich kann das nur wiedergeben, was ich lese, sind eben, dass immerhin zwischen 800 und 1500 Arbeitsplätze am Standort Frankfurt infrage stehen. Und natürlich ist das ein Thema, was auch wir hier besprechen müssen, weil der Finanzplatz in seiner besonderen Funktion und bei dem, was um die Börse herum mittlerweile auch an Dienstleistungen im Anwaltsbereich, in anderen Bereichen vorhanden ist, eine ganz zentrale Rolle spielt. Auch dieses Thema, meine Damen und Herren, darf an einem solchen heutigen Tag nicht untergehen. Und ich halte das für dringend erforderlich, dass wir darüber sprechen. Ja. Kollege Al-Wazir hat das Börsengesetz erwähnt. Und es ist so, dass wir als Land, das Hessische Wirtschaftsministerium, in diesem Bereich, gerade was die angemessene wirtschaftliche Fortentwicklung der Börse einen Einschätzungsspielraum haben. Und diese Frage, die muss konkret, sachlich, sauber geprüft werden, so wie sie in den vergangenen Jahren von Kollegen Posch mehrfach geprüft worden ist und Kollege Posch ja auch unter Kritik von vielen von außen immer wieder zu dem Ergebnis gekommen ist, alles, was wir bisher hatten, ist den gesetzlichen Anforderungen nicht gerecht geworden. Und deshalb haben wir damals den Fusionsgesprächen kein Platzsatz seitens der Landesgenehmigungsbehörde erteilt. Das hat Kollege Posch damals mit aus meiner Sicht großer Sachkenntnis und vor allen Dingen aber auch mit viel Rückgrat gemacht. Ich will nicht nur auf die Verhandlungen von 2000 eingehen, wo das Angebot der deutschen Börse war, man lässt uns den neuen Markt hier und man geht dem Rest nach London. Ich will mal daran erinnern, was gewesen wäre, wenn das passiert wäre. Der neue Markt war 2 Jahre später tot, und das andere ist das, was floriert bei der deutschen Börse. Gott sei Dank ist das so nicht passiert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb hat der Minister, Kollege Al-Wazir, hier eine große Verantwortung. Ja, der Verwaltungsakt und seine Folgen, § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz, 48, 49, Juristen wissen das. Wir kennen es aus anderen Untersuchungsausschüssen, welche Auswirkungen das hat, ist ein wichtiges Thema. Und deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass Staatsminister Al-Wazir hier seiner Verantwortung nachkommen wird. Und wir werden das auch konstruktiv unterstützen, diese Frage. Aber ich will zu einem weiteren Punkt kommen, der zentral für diese Debatte ist. Ist es denn das ernsthafte Anliegen der deutschen Börse und ihres Partners LSI, in einer aktuellen Debatte, wo die Frage der Zukunft der Briten in Europa im Juni in Großbritannien entschieden wird, ernsthaft eine solche Debatte öffentlich zu führen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Was hätte denn das für Auswirkungen, wenn der Brexit kommt? Ich halte das für Europa für eine Katastrophe. Als Marktwirtschaftler bin ich ein großer Anhänger der Briten, und sie haben eine zentrale Bedeutung für uns in Europa in der Marktwirtschaft. Aber es würde doch bedeuten, dass der Hauptsitz dann außerhalb der Europäischen Union liegt, wenn das, was uns die Börse in persönlichen Gesprächen gesagt hat, dass man leider es nicht schaffen konnte, dass der Hauptsitz in Frankfurt ist, dann wirklich in London liegen würde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Debatte, Kollege Rentsch, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Danke, Herr Präsident. Diese Debatte kommt zur Unzeit. Auch wenn nur 637 Kilometer zwischen diesen beiden Städten liegen, ist die Frage, ob der Sitz der Börse in der EU oder außerhalb der EU liegt, eine zentrale Frage. Und deshalb sage ich, wenn die Börse etwas Gutes tun will, dann verhandelt sie in den nächsten Debatten auch im Sinne unseres Landes, des Finanzplatzes Frankfurt, darum, dass der Finanzplatz gestärkt wird durch den Hauptsitz einer neuen Institution, den Zusammenschluss aus LSI und der Frankfurter Börse. Das wäre der richtige Platz. Am Sitz der EZB muss die Börse auch in Zukunft sein. Und das wäre ein richtiges und wichtiges Signal für unseren Finanzplatz, meine Damen und Herren. Das hätte er verdient. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als Nächstes hat das Wort für die Fraktion der CDU Herr Abg. Reif. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Rentsch, Sie duellieren sich ja in der politischen Auseinandersetzung gern mit dem Herrn Wirtschaftsminister Al-Wazir. Ich möchte aber doch gerne
einmal auf das ungeschriebene Gesetz im Parlamentarismus hinweisen, dass der Vorgänger im Ministeramt gegenüber seinem Nachfolger in der politischen Auseinandersetzung doch eher Zurückhaltung übt. Sie machen das nicht. Ich sage nur, es stört sich eine ganze Reihe in diesem Haus dagegen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dieses ungeschriebene Gesetz auch in Zukunft ein bisschen eher zu beachten. Sie haben ja einen wirtschaftspolitischen Sprecher, der ist sehr eloquent, und der macht das sicherlich sehr gut, auch in der Auseinandersetzung. Ja, das ist ja, Ihre Sache, Herr Rentsch, und Sie werden das auch weiter so lassen. Lassen Sie mich ein Zitat bringen, Herr Präsident. Ich sage nachher, von wem es kommt. Das lautet: Lassen Sie mich ein paar Dinge zum gegenwärtigen Stand sagen. Ich kann verstehen, dass Sie versuchen, uns zu drängen. Das wird aber der Sach- und Rechtslage nicht gerecht. Zurzeit liegen weder der Landesregierung noch, wie ich weiß, anderen Aufsichtsbehörden hinreichend detaillierte Informationen über die Struktur, mit der die Fusion geplant ist, vor. Wir können deswegen noch keine konkreten Aussagen über die Auswirkungen der Fusion auf den Finanzplatz Frankfurt machen. Das heißt, vieles, was heute gesagt wurde und gesagt wird, kann nur vorläufigen Charakter haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sagte am 3. März 2011, also fast genau vor 5 Jahren, der damalige Wirtschaftsminister Dieter Posch zu der Möglichkeit des Zusammenschlusses der Deutschen Börse AG mit der New York Stock Exchange. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das ist die Situation, an die wir uns heute und insbesondere die FDP halten sollten. Man kann und darf den Staatsminister Al-Wazir, der übrigens seine Geschäfte gut macht, und ich würde sagen, sehr gut macht, man kann ihn nicht zu etwas drängen, was uns nachher zum absoluten Nachteil gereicht. Es geht um den dritten Versuch eines Zusammenschlusses. Er ist 2000 gescheitert an einer Erschütterung der Deutschen Börse AG, die einmalig gewesen ist. Er ist vor 5 Jahren gescheitert an dem Versuch, über ein Konstrukt, das in den Niederlanden als Holding gesetzt werden sollte, in der Fusion mit der New York Stock Exchange. Und jetzt stehen wir vor einem möglichen Zusammenschluss der Deutschen Börse AG mit der London Stock Exchange. Ich glaube, wir sollten hier freimütig und auch politisch bekennen, dass dies zu einer erheblichen Unruhe am Finanzplatz in Frankfurt führt. Nicht nur bei den Beschäftigten, die betroffen sind, natürlich Ängste haben mit der Ankündigung des Vorstandsvorsitzenden, dass der Hauptsitz der künftigen Gesellschaft in London sein soll. Natürlich auch bei den Standortgemeinden Eschborn und Frankfurt selbst. Natürlich im Umland des gesamten Finanzplatzes und der Finanzindustrie und natürlich auch bei uns, weil der Finanzplatz Frankfurt, ich glaube, uns allen, und das haben die Diskussionen in der Vergangenheit bewiesen, uns allen sehr viel an dieser Finanzindustrie am Standort Frankfurt gelegen ist. Es gibt, glaube ich, keine Auseinandersetzung darüber, wie wichtig das ist. Es gibt vielleicht Auseinandersetzungen darüber, dass es unterschiedliche Wege gibt. Aber die Wichtigkeit steht außer Frage. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, worum geht es? Wie sind wir beteiligt? Ich glaube, wenn wir den Blick darauf werfen, ist unser Einfluss sehr beschränkt. Die Deutsche Börse ist nicht mehr die Gesellschaft, die es einmal vor 15, 20 Jahren war, die gehalten wurde von der Deutschland AG, von den vielen Banken, die sich in Deutschland tummeln, und der Industrie. Die Deutsche Börse hat heute eine vollkommen andere Aktionärsstruktur, als das früher der Fall gewesen ist. 85% etwa der Aktionärsstruktur ist in der globalen Wirtschaft, der globalen Finanzindustrie wiederzufinden, nicht in der deutschen. 15% allenfalls in deutschen und europäischen Aktionären wiederzufinden. Das ist die Realität. Das heißt also,
Die entscheiden darüber, ob oder ob nicht. Und das ist eine Stellschraube, an der wir überhaupt nichts machen können. Und die interessieren sich zum Schluss nicht dafür, ob London oder Frankfurt wichtig ist. Die interessieren sich beispielsweise dafür, ob 300 Millionen € eingespart werden können, wie in den letzten Tagen in den Zeitungen zu lesen war. Und wo sollen sie eingespart werden? Nun, IT ist immer eine Frage, bei der man viel einsparen will, nachher nichts einsparen kann, weil die Systeme viel zu kompliziert sind. Und, lieber Herr Schmidt, die zweite Frage ist in der Verwaltung. An Toner, Papier und sonstigen Bleistiften kann man nicht viel einsparen. Also, wo spart man ein? Am Personal. Und das ist das, was die Menschen, was die Beteiligten, was uns selbst hierbei umtreibt. Das Nächste ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie soll die Struktur denn sein? Das Kerngeschäft der beiden Börsen soll unter dem bestehenden Markennamen weiterbetrieben werden. Nun, der Börsenwert der deutschen Börse liegt bei 15 Milliarden €, der Börsenwert der London Stock Exchange bei 10,5 Milliarden €. Das heißt also, ich sage einmal, wenn es darum geht, wer der Stärkere ist, auch im Gewinn, auch im EBITDA usw., so dann muss der Hauptsitz dahin, wo die Musik spielt, nämlich da, wo auch die Mehrheit ist. Und lassen Sie mich eines sagen. Ein Merger under Equals, wie das hier immer wieder gesagt wird, ist ja eine feine Sache. Nur betrügen sich die Beteiligten selbst. Einen Zusammenschluss untergleichen gibt es praktisch nicht. Man muss ganz einfach bei einem Zusammenschluss verstehen, dass die Mehrheit da ist, wo der stärkere Partner ist. Und das ist eben Frankfurt. Und das ist eben die Deutsche Börse AG. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wir wissen doch, zu welchen katastrophalen Folgen das Vorbeimogeln an Wirklichkeiten führt. Daimler Chrysler ist das beste Beispiel für ein grandioses Scheitern eines Merger under Equals. Das heißt also, hier hat man sich vorbeigemogelt an der Wirklichkeit. Und ich warne davor, dass man sich hier auch an der Wirklichkeit wieder vorbeimogelt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist alles nicht gut, was wir da lesen. Und nicht nur gut, sondern es ist auch nicht logisch. Gut ist zumindest für uns, was gut für Frankfurt, was gut für Hessen und was gut für den Finanzplatz hier in Deutschland ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer die Mehrheit hat, muss auch das Sagen haben. Dass der eine alte, erfolgsversprechende Spruch seine Berechtigung hat, sollte auch hier seinen Einzug haben. Und wer die Mehrheit hat, bestimmt auch in aller Regel, wo der Sitz ist und nicht woanders. Und es ist schon aus meiner Sicht einigermaßen merkwürdig, wenn der künftige Vorstandsvorsitzende will, dass der Sitz der neuen Holding London sein soll und damit rein zufällig seinen persönlichen Wohnortpräferenzen entspricht. Die Wirklichkeit ist doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass sich der Wohnort nach dem Sitz der Wohnort des Vorstandsvorsitzenden nach dem Sitz des Unternehmens richtet und nicht umgekehrt. So habe ich es wenigstens verstanden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, und etwas anderes stößt zumindest mir auf und sicherlich auch vielen anderen in diesem Hause. Herr Carsten Kengeter ist sicherlich ein fähiger Mann, sicherlich ein fähiger Manager, aber wir lasen, dass er sich am 18.12.2015 mit insgesamt 60.000 Stück Aktien der deutschen Börse im Wert von 4,5 Millionen € eingedeckt hat. Nun, das ist nicht viel. Das ist für den gemeinen Mann sehr viel, für ihn unter Umständen nicht. Ein Geschmäckler hat es trotzdem. Ein Geschmäckler hat es trotzdem. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist schwer zu glauben, dass er am 18. Dezember, also zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste und noch keine Ideen hatte,
wie sich ein Zusammenschluss oder eine Fusion in der Zukunft gestalten soll. Nun, meine sehr verehrten Kollege Reif, auch Sie müssen bitte zum Ende kommen. Andere, darüber müssen sich andere Gedanken machen, und das wird die deutsche Börsenaufsicht und andere auch beschäftigt. Ich wollte nur sagen, Herr Präsident, es gibt natürlich auch Chancen. Es gibt natürlich auch Chancen, die wir nicht verschweigen dürfen. Es wäre unredlich und fahrlässig, die Chancen zu benennen. Große Börsen haben wir heute in Asien, aufkommend in Hongkong und in Shanghai. Wir haben den überragenden Börsenplatz in New York. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwischen diesen beiden Standorten im Westen und im Osten zerrieben werden. Und deshalb ist es sorgfältig zu prüfen. Der letzte Satz, Herr Kollege. Und das muss vonseiten des Wirtschaftsministeriums und des Wirtschaftsministers getan werden. Und wir haben volles Vertrauen in Herrn Al-Wazir, dass er dies gründlich, sorgfältig und akribisch tut. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reif. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. van Ooyen für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das passt noch nicht so, obwohl es Frankfurt ist, das ist klar. Aber meine Vorredner haben es ja schon gesagt, es trifft im Wesentlichen zwei Kernprobleme, die wir hier zu beraten haben. Das heißt, zum einen reden wir über den Wirtschaftsstandort, der vielen abhängigen Beschäftigten im Rhein-Main-Gebiet ein Einkommen sichert. Zum anderen reden wir aber auch darüber, dass gerade der Finanzplatz Frankfurt eine Drehscheibe für den Finanzkapitalismus ist, dessen Krise mittlerweile zur größten wirtschaftlichen und politischen Krise der Europäischen Union überhaupt geführt hat. Zum Ersten, wenn wir hier über die Fusionspläne der Börsen in Frankfurt und London sprechen, dann haben wir ganz klar die Erwartung, dass die Landesregierung hier ihre Möglichkeiten als Börsenaufsicht nutzt, um die Arbeitsplätze in Frankfurt zu sichern. Niemand will, dass durch die Fusion Menschen ihre Arbeit verlieren. Wir sind gespannt, ob und wie die Landesregierung hier ihre Möglichkeiten nutzen wird. Gleichzeitig gibt es aber noch ganz andere Gründe, den Börsenstandort in Hessen zu halten. Und da unterscheiden wir uns fundamental von dem, was Sie, Herr Rentsch, hier beantragt und vorgestellt haben. Wir wollen die Finanztransaktionssteuer, ich sage es sehr direkt, wir wollen das Casino schließen und den Hochfrequenzhandel beschränken. Allein dafür ist es uns sehr viel lieber, dass wir den Finanzplatz hier in Frankfurt behalten. Das absolute Horrorszenario wäre, Herr Rentsch hat es angesprochen, wenn jetzt die beiden Börsen von London und Frankfurt fusionieren, wir einen größeren Teil der Arbeitsplätze verlieren und anschließend Großbritannien aus der EU aussteigt. Dann wären wir nicht nur die Arbeitsplätze los, sondern auch die Möglichkeit, den Finanzplatz Frankfurt zu regulieren. Nein, nein, ich plädiere ja gerade dafür. Aber es gibt ja sogar in Europa eine Mehrheit, Herr Boddenberg, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die Finanztransaktionssteuer einzuführen. Ich komme nachher noch einmal darauf zurück. Denn anders als die Neoliberalen hier im Haus glauben wir nicht daran, dass die unsichtbare Hand des Marktes die Geschicke dieses Planeten besser regelt als demokratische Institutionen. Ganz im Gegenteil, wenn die FDP in ihrem Antrag schreibt, dass der Finanzplatz dadurch geschwächt wäre, dass man sich einseitig auf eine Finanztransaktionssteuer festgelegt hätte, dann ist das doch blanker Hohn. Denn bisher ist von der Finanztransaktionssteuer weit und breit nichts zu sehen. Eigentlich hatte man sich in Europa darauf verständigt, Herr Boddenberg, dass die Finanztransaktionssteuer zum 1. Januar 2016 eingeführt werden sollte. Passiert ist aber bisher nichts. Die europäische Sozialdemokratie auch hat wieder einmal die Lippen gespitzt und nicht gepfiffen. Und schlimmer noch, mittlerweile wird das Thema einfach ausgesessen. Wir dürfen gespannt sein, wie Sie nun dazu stehen, ob die europäischen Finanzminister, die jetzt sich da zusammentun werden, die angekündigte Entscheidung dann so aussehen wird oder ob sie weiterhin vertagt wird, und das möglicherweise auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn man sich in Europa nicht auf diese Steuer einigen kann,
ist es auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Thema auch in Großbritannien scheitern wird. Wenn das aber die Art ist, wie man im Vereinigten Königreich Finanzmarktregulierung betreiben will, nämlich gar nicht, dann müssen wir hier weiter die Möglichkeiten weiterhalten, die Finanzmärkte auch in Deutschland zu regulieren. Deshalb fordere ich die Landesregierung auf, genau zu prüfen, ob eine Fusion im Interesse der Menschen ist, die dort arbeiten, aber auch, ob sie im Interesse der Allgemeinheit ist, die geschützt werden muss vor Auswüchsen der Finanz- und Hochfrequenzwirtschaft und des Handels, des Derivatenhandels, wie wir das in den letzten Jahren seit 2008 als Krisenerscheinung erlebt haben. Daher sind wir entschieden der Meinung, dass die Finanztransaktionssteuer jetzt eingeführt werden muss und umgesetzt werden muss, damit die Regulierung dieser Börsentätigkeiten wirklich erfolgt, und zwar unter demokratischen Vorzeichen. Vielen Dank. Nach Herrn Abg. van Ooyen hat jetzt das Wort der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank für diesen Setzpunkt, weil er die Gelegenheit bietet, in der Tat einige Bemerkungen zur anstehenden möglichen Fusion von Frankfurt und London zu machen und darüber hinaus einige Bemerkungen auch zum Finanzplatz Frankfurt. Lassen Sie mich ganz bewusst sehr grundsätzlich beginnen, weil ich über eine Formulierung in Ihrem Antrag, also in dem Antrag von CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, gestolpert bin, unter dem Punkt 4, in dem Sie ausführlich beschreiben, wie gut und toll und großartig die Entwicklung am Finanzplatz Frankfurt ist. Und ganz sicherlich ist es so, dass es viele Momente gibt, in denen diese Beschreibung richtig ist. Aber ich will an mindestens zwei Punkten ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ganz so rosig ist die Zukunft und die Situation am Finanzplatz Frankfurt nicht. Dies hat im Kern zu tun mit zwei Dingen. Erstens dem aktuellen Zustand der Deutschen Bank und den Problemen des Hauses. Und ich will ausdrücklich für uns sagen, dass wir die Veränderungen, die Umstrukturierung, die Suche nach einer neuen Strategie auch ein Stück weit mit Sorge begleiten, und zwar nicht zuallererst aus Sicht betroffener Arbeitsplätze, die natürlich auch, sondern auch aus strukturellen und strategischen Gründen, weil wir ein hohes Interesse daran haben müssen. Wir können da wenig für tun, aber wir müssen ein extrem hohes Interesse daran haben, ein global handlungsfähiges Geldhaus zu haben. Und die Deutsche Bank ist gerade mit großen Schritten dabei, genau diesen Platz zu verlassen. Und das wird langfristig ein paar Baustellen aufreißen, die uns an anderen Stellen Kopfzerbrechen bereiten werden. Und deswegen ist, glaube ich, die Lage an dieser Stelle schon nicht so gut. Das Zweite ist, dass wir mit Blick auf die nach wie vor nicht überwundene Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus, in der infolge entstandenen auch Niedrigzinspolitik aller Zentralbanken, aller wesentlichen Zentralbanken, insbesondere im Bereich der dritten Säule des Bankenwesens, also vor allem der Sparkassen, wir Veränderungen im Geschäftsmodell bekommen, die die Renditen und Möglichkeiten auch des Sparkassensektors in den nächsten Jahren unter einem massiven Druck setzen werden. Jeder, der sich damit intensiver beschäftigt, weiß das. Das hat für die Frage der Kreditversorgung möglicherweise Konsequenzen. Und deswegen ist es mitnichten so prima um den Finanzplatz Frankfurt-Rhein-Main bestellt, wie das in dem Antrag zum Ausdruck kommt. Es ist zumindest eine unscharfe Beschreibung. Weil alleine darauf zu verweisen, dass wir die Europäische Zentralbank haben, dass wir verschiedene Finanzaufsichten zusätzlich nach Frankfurt-Rhein-Main bekommen haben, ist sicherlich keine hinreichende, wenngleich eine notwendige Situationsbeschreibung. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Und damit will ich schon sehr konkret zur möglichen Fusion der Deutschen Börse AG mit der Londoner Börse kommen. Ich will offen sagen, dass ich persönlich, und ich glaube, dass das insgesamt auch die strategische Mehrheitsauffassung innerhalb der Sozialdemokratie ist, einen solchen möglichen Zusammenschluss zwischen London und Frankfurt, Frankfurt und London, strategisch für richtig halte. Ausdrücklich. Ich halte es für richtig,
dass die Finanzplätze, die europäischen Finanzplätze, auch mit Blick auf die massiven Veränderungen und Gewichteverschiebungen in der globalen Finanzmarktarchitektur der letzten 5 Jahre die Möglichkeiten und die Chance der Zusammenarbeit suchen. Weil wir wirklich aufpassen müssen, Herr Reif hat dazu in 2 Nebenbemerkungen auch Richtiges gesagt, aufpassen müssen, dass wir angesichts der Gewichteverschiebung, beispielsweise, dass die beiden großen amerikanischen deutlich stärker geworden sind, dass die Asiaten massiv am Aufbau sind, dass die beiden europäischen großen Standorte am Ende nicht unter die Räder kommen, weil all die Fragen, die auch Herr von Ooyen in der Frage der Problembeschreibung richtigerweise aufgerufen hat, ganz wesentlich mit der Frage zusammenhängen. Weil, wenn ein Finanzplatz Frankfurt und eine deutsche Börse AG in Frankfurt nur noch die Nummer 6, 7, 8, 9 oder 10 ist, ist das bei der Frage, wie ich mit dieser Infrastruktur Finanzmarktregulierung durchsetzen will im globalen Maßstab, deutlich komplizierter, als wenn ich beispielsweise im Zusammenschluss mit London auf Platz 2 oder 3 bin und damit eine ganz andere Marktstellung bekomme, die dann in einem Zusammenspiel von privaten Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hoheitlichem Auftrag Durchsetzungskraftgewinne am Finanzmarkt, die ich so gar nicht mehr bekomme. Deswegen spielen die beiden Fragen eine Rolle. Jeder zumindest, der glaubt, dass man sich einfach in Frankfurt hinsetzen kann und mal weiter so guckt, wie sozusagen die Entwicklung auf der Welt ist, wird sich früher oder später, und meine Vermutung ist, dass die Einschätzungen derer, die da näher dran sind, dass das eher kürzer als längerfristig ist, auf einem Nebenspielplatz wiederfinden, aber mit den eigentlichen Fragen nichts mehr zu tun haben. Deswegen ist das in der Tat eine sehr entscheidende Frage, um die es gerade geht. Deswegen ist es richtig, hier zu diskutieren, wenngleich ich offen gestehen will, dass ich die Zurückhaltung des Wirtschaftsministers ausdrücklich verstehe, weil er am Ende als Genehmigungsbehörde dort entsprechend agieren muss und sich zum jetzigen Zeitpunkt in der Tat nicht festlegen kann. Ich allerdings kann das, und ich will es auch tun. Ich will ausdrücklich mit Blick auf die Debatten einige Bemerkungen machen. Ich werde es ein ganz kleines bisschen anders als Herr Reif akzentuieren. Ich will zunächst problematisieren die Frage der Mehrheit. Herr Reif, das mit der Mehrheit in diesem Unternehmen ist ja nicht so ganz einfach. Ja, wenn Sie auf der einfachen Strukturebene, da gibt es eine Holding, dahinter gibt es 2 Unternehmen, die Deutsche Börse AG auf der einen Seite und London Stock Exchange auf der anderen Seite, dann ist das 53-47, grosso modo, entschieden. Wenn Sie sich die Aktionärsstruktur dahinter anschauen, wissen wir beide zumindest, dass das schon deutlich komplizierter ist, weil es könnte sein, dass ein relativ großer Teil des 53-prozentigen Anteils eigentlich den Londonern gehört und insofern und den Amerikanern. Und dass sich insofern die Frage, wer hat eigentlich mehrheitsmäßig die Hosen an dem Unternehmen in der Aktiengesellschaft, nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Und trotzdem komme ich im Ergebnis zum selben Punkt wie Sie. Uns überzeugt überhaupt nicht, dass der Sitz der Holding in London sein soll, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil in der Tat, das gestehe ich noch zu, die Bedingungen dieses Deals überhaupt noch nicht klar sind. Wir wissen nicht, wo am Ende die strategischen Einheiten sitzen werden, wie die Personaltableaus aussehen. Und ich will klar sagen, das Personal ist für mich an der Stelle, was die Führungsseite angeht, nicht unwichtig, aber es ist zweitrangig. Weil an der Stelle muss man sich nur sozusagen Strukturbildung angucken. Da, wo der Sitz des Unternehmens ist und damit der überwiegende Teil der Regulierung, da wird in Zukunft auch entschieden. Übrigens auch am Tag, wenn es um die nächsten Zusammenarbeiten geht. Wir reden ja nicht nur über diesen ersten Schritt, sondern wir reden ja über Folgeschritte, die notwendigerweise in der globalen Finanzmarktarchitektur kommen werden. Und deswegen ist die Sitzfrage die zentrale. Nun hören wir auch, dass das allerdings die Eingangsbedingung dafür war, dass man zusammenarbeitet. Wenn das so ist, wird das eine spannende Frage. Der Minister wird das dann prüfen müssen, ob sozusagen die Einflusssphären jenseits der Sitzfrage vertraglich so hart definiert sind, dass es ein Vehikel gibt. Jetzt will ich sozusagen noch einmal auf die rechtlichen Ausführungen des Ministers etwas sagen. Das war in der Tat
der Vortrag, den man dann immer anhören muss in dieser Phase. Das haben wir bei New York auch gehört. Aber alle wussten auch am Ende, dass das natürlich trotzdem Gestaltungsräume dafür gibt. Und ich will nur kurz hinterlegt haben, die Entscheidung der Europäischen Kommission, kartellrechtlichen Widerspruch einzulegen gegen New York, Frankfurt, Frankfurt, New York, da wussten auch alle, die sich damit beschäftigt haben, dass das eine ziemlich mutige Konstruktion war. Und dass, wenn Frankfurt, New York den Rechtsweg beschritten hätten, das wahrscheinlich nicht einmal die Anhörungsphase überstanden hätte, sondern es war der Versuch, politischen Druck reinzulegen über einen Hebel, um am Ende zu sagen, Freunde, das wird nicht schön für euch und es wird vor allem teuer. Und daraufhin haben sich die Akteure dann anschließend zurückgezogen. Und deswegen kommt der Aufsicht in der Tat eine sehr strategische Bedeutung zu in dieser Gesamtfrage. Zu den Jobs ist schon einiges gesagt worden, und der Punkt mit Brexit ist auch völlig klar. Eigentlich muss dieses Projekt ausgesetzt werden, bis die Verhandlungen und die Volksabstimmung über den Brexit erfolgt sind, damit wir überhaupt wissen, in welchen Rechtsrahmen wir uns bewegen. Weil was nicht akzeptabel ist, dass am Ende aus dem Finanzplatz London, der übrigens politisch konsequent begleitet wird durch die Regierung, weil sie das Einzige, was sie haben, der Finanzplatz ist, dann sozusagen aus dem Finanzplatz London heraus in die Eurozone operiert wird, während die gesamten realwirtschaftlichen Geschäfte hier gemacht wird. Und deswegen, ich komme zum Ende, Herr Vorsitzender, wir haben da einen erheblichen Zweifel dran, wenn die Bedingungen nicht stimmen. Aber für uns ist nicht entscheidend sozusagen die grundsätzliche Frage, will man das oder will man es nicht, sondern es kommt am Ende sehr genau auf die Bedingungen an. Dazu haben wir aus unserer Sicht ein paar Hinweise gegeben. Und wenn der Minister die in seine Prüfung mit einbezieht, dann bin ich optimistisch. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat für die Fraktion Die Grünen Herr Abg. Kaufmann. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir erleben in dieser Frage, wenn ich das recht wahrgenommen habe, und ich habe sehr genau zugehört, eine irgendwie sehr zweiseitige Debatte. Zum einen den Versuch des Kollegen Rentsch und der FDP mit ihrem Antrag und insbesondere auch mit dem Interview vom Samstag vor dem Wahltag, sagen wir mal, Vorwürfe an die Landesregierung zu richten. Und wir haben jetzt, und insoweit kann man auch dann sogar für den Setzpunkt danken, eine sehr qualitativ hochwertige Debatte eingeleitet vom Staatsminister, vom Kollegen Reif und aber auch vom Kollegen Schäfer-Gümbel gehört, wo wir als Landtag uns zu den verschiedenen Aspekten dieser Problematik hier austauschen können. Und der entscheidende Unterschied, Herr Kollege Rentsch, ist, dass Sie mal wieder in Ihrer Ihnen eigenen Art sozusagen gleich meinten, Sie müssten Ohrfeigen verteilen, wobei es viel klüger gewesen wäre, sich mit der Sache zu befassen. Wir hier im Landtag können auch eine Position formulieren. Und so wie ich die Debatte verstanden habe, ist die sehr breit hier getragen mit den Aspekten, die auch schon genannt wurden. Was wir nicht können und was wir nicht tun sollten, und vor allem, wenn wir das Ergebnis gerne hätten, wie hier formuliert ist, auf jeden Fall auch vermeiden müssten, ist auch nur den Eindruck zu erwecken, wir würden aus nicht sachgerechten Gründen eine Entscheidung der zuständigen Behörde, nämlich des Wirtschaftsministers, hier präjudizieren oder gar vorgeben. Und genau das ist der Unterschied. Und genau an dieser Stelle hat der Kollege Rentsch mal wieder das gemacht, was ihm immer mal wieder gelingt, nämlich völlig neben der Sache zu liegen. Ich mag Ihnen ja gerne unterstellen, dass Sie dabei positive Absichten gehabt haben in der Sache. Allein, Sie sind nicht herausgekommen. Sie sind nicht deutlich geworden. Und das Zitat, was wir bereits gehört haben vom früheren Wirtschaftsminister Dieter Posch, ist ja nur eins aus der Debatte vom 3. März 2011. In ähnlicher Weise hat sich auch der damalige Fraktionssprecher der FDP, der ehemalige Kollege Fritz Krüger, geäußert. Ich darf das auch noch zitieren. Erst wenn die Dinge abschließend auf dem Tisch des Hauses liegen und ein mit Sicherheit komplizierter Fusionsvertrag vorliegt, kann man sich inhaltlich mit diesen Fragen beschäftigen.
Alles andere, ich wiederhole mich, ist nichts anderes als Spekulation. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, diese Sache ist viel zu ernst, als dass wir uns hier in Spekulationen ergehen sollten. Sie ist zu ernst, und die Aspekte, warum sie so ernst ist, für den Finanzplatz Frankfurt, für die wirtschaftliche Kraft des Landes Hessen letztendlich und auch insbesondere im Interesse der Menschen, die dort in der Finanzwirtschaft arbeiten, ist, denke ich, eigentlich allen kundig. Und deswegen hat damals der Kollege Krüger auch noch an einer späteren Stelle weiter ausgeführt. Ich zitiere: Wir gehen davon aus, dass durch die Prüfung der BaFin und durch das Hessische Wirtschaftsministerium als Börsenaufsichtsbehörde auf deutscher Seite ausreichend sachkundig und fachkundig entschieden wird, und zwar nach Recht und Gesetz, wie das bei uns üblich ist. Und, verehrter Kollege Rentsch, genau das wird geschehen. Das hat uns Staatsminister Al-Wazir zu Beginn der Debatte ja auch sehr klar dargelegt, und daran gibt es auch nicht den geringsten Zweifel. Und ich will noch anfügen, weil wir ja hier an dieser Stelle durchaus auch inhaltliche Positionen ein Stück weit aus Sicht der Fraktionen, damit des Landtags und der Abgeordneten darstellen. Ich will noch daran erinnern, dass bei der damaligen Debatte, wo es um die New York Stock Exchange geht, wir auch uns äußerst skeptisch geäußert haben, aus guten Gründen. Und diese Skepsis ist aus unserer grünen Sicht auch bei der aktuell anstehenden Frage durchaus geboten, um nicht zu sagen, fast schon zwingend. Und ich bin jetzt nicht der Börsenfreak per se, will ich auch gar nicht behaupten. Aber wo der Nutzen sein soll, sozusagen den Standort mit all dem, was dranhängt, was ja auch schon dargestellt worden ist, vom Finanzplatz Nummer 1 der Eurozone wegzuverlagern, wo wir alle ja glauben, oder ich zumindest dachte, dass das so sei, dass der Euro sozusagen als eine der tragenden Weltwährungen eher an Stärke gewinnen als verlieren sollte in Zukunft. Wo da der Sinn sein soll, kann ich nur als Frage in den Raum stellen. Und damit, warum macht es einen Sinn? Das ist noch Euro-Raumfrage, noch mal wieder ein bisschen eine andere als die EU-Frage, die ja noch sozusagen darüber hinausgeht, die ja schon thematisiert worden ist. Also, meine Damen und Herren, unsere Position, denke ich, und das kann man als Signal hier aus Wiesbaden, ja, vielleicht wird es der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse AG ja auch verstehen, kann man durchaus heraussenden. Wir sind äußerst skeptisch. Wir haben unsere Zielsetzungen, nämlich die Kraft des Finanzplatzes Frankfurt zu stärken, im Interesse aller Beteiligten, einschließlich auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzwirtschaft. Und wir haben darüber hinaus, denke ich, das sollte zumindest überwiegend der Eindruck sein, dass die Hessische Börsenaufsicht die Fragen dann sachgerecht prüfen und entscheiden wird, wenn es soweit ist, nämlich wenn dann konkret auch auf dem Tisch liegt, was wirklich beabsichtigt wird. Also keine Panikmache, umgekehrt auch keine Euphorie darüber, dass nur der Zusammenschluss in London jetzt das richtige Ergebnis wird, keineswegs, sondern Nüchternheit ist angesagt. Die Fakten müssen auf den Tisch, dann wird sorgfältig entschieden. Und, verehrter Kollege Rentsch, für Narzissmus oder Eitelkeiten, wie man bei Ihnen ja durchaus der Rede wieder entnehmen konnte, ist hier eigentlich kein Platz. Dafür ist die Sache zu ernst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Debatte zu diesen Tagesordnungspunkten 40 und 61 beendet. Mir ist signalisiert worden, dass alle Fraktionen sich darauf verständigt haben, die beiden Entschließungsanträge 19.3174 und 19.3212 zu verweisen in die Ausschüsse, sprich in den WVA, wenn ich das richtig verstehe. Dann wird so verfahren. Die beiden Anträge sind verwiesen.